Frage ist jetzt, wohin und über. Ja, es geht. Es funktioniert. Ja, ach, ist das schön. Können wir ja ein bisschen wandern. Hier kommt doch bestimmt keiner vorbei zum Gucken. Muss ich hier nicht großartig was einstellen. Chatfenster öffnen. Geht das? Da kann ich auch so gucken. Dann ist auch egal. Oder? Ja. Wie läuft's denn? Oh, 3600 Wasser in Reserve. Also, wenn wir nichts haben, aber Wasser haben wir. Wachse. Es ist leicht feucht hier. Na, das ist doch schön. Schalalalala. Schalalalala. Butterweizen. Jo, wenn nichts geht, aber Weizen haben wir. Ich könnte ihm noch ein bisschen mehr Platz geben. Aber ich würde sagen, das überleben wir, oder? Ja. Was soll schon passieren? Tada. Oh ja, ich kann spawnen die giftigen Pflanzen. Yippie. Wie viele Leute haben wir noch in Reserve? Keinen mehr, gut. Aber mehr als 150 Leute will ich ja nicht. Schön, schön die Pflanzen abfackeln. Guter Junge. Warum sammelt hier keiner die Steine ein? Ja, nichts zu tun. Mann. Hier geht's Dino. Dino kann Futter gebrauchen. Hier Dino Futter. Entspann dich, Dino. Bisschen was gegen das Gift könnten wir auch noch tun. Hier. Aber will ich aber auch nichts mehr hören, ne? Kommt die auf mich zu? Ja, das sieht so aus. Ja, die kommt dichter. Das werden wir auch nicht mehr kompensieren können, egal wie wir uns da jetzt anstellen. Ich könnte jetzt aufs Tempo drücken. Aber ich würde sagen, das Wetter ist hier so schön. Mit dem Gift können wir leben. Wir haben ja gerade so gute Bedingungen. Träumt der Führer von. Ah, ist das schön hier. Da haben wir die Kante gemacht. Da haben wir nicht die Kante gemacht. Das verstehe ich nicht. Ich doch ihm die Felder hier noch dazugeben, dann hat er noch mehr Felder. Hier unten hast du die ganzen Außenfelder gekriegt. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Eigentlich sollte es symmetrisch sein. Sieht auch so aus. Wie viel Galle haben wir noch? Galle sieht gut aus. Wir haben alles da.
Wir können es probieren. Laufe! Gibt ja auch eine Injektion. Komm, dann geht's auch nochmal schneller. Also, naja, aber ihm geht's besser. Bisschen den Herzschlag erhöhen. Hauptsache, kriegt keine Herzattacke, der Junge. Laufen, die Wolke kommt! Gib ihm! Da kommt gleich die nächste Wolke. Das ist ja eine Unverschämtheit. Kein Kopf, wo ist der zweite? Ach, dahinter. Gut. Sprinten! Schneller! Da, Energiebus verliert keine Energie. 9 Stunden lang. Das ist doch gut. Herzfrequenz leicht erhöht. Ja, das ist nicht so schlimm. Wie sieht es mit den Kräutern aus? Davon haben wir genug. Wichtigste Sache. Alles, was man braucht in diesem Spiel. Futter, die Kräuter und Futter für die Leute. Dann läuft's eigentlich. Ja, und der Rest Bonus. Oh, 100% Wachstum. Schön Getreide anpflanzen. Oh, das läuft hier. Apropos, hatten wir jetzt hier... Ja, Transporter, Transporter, Transporter. Ein Alleskönner. Perfekt. Forschungsinstitut brauchen wir nicht mehr, wir haben alles fertig. Läufst du noch? Ja. Sieht so aus, als ob er noch läuft. Ich bin aber nicht sicher. Eile er sich? Brauchen wir noch Holz? Steine wären gut. Ja, hier. Geh mal auf. Reisen. Da auch noch ein. Schneller, 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 schneller. Laufen, 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 laufen. Guter Junge. So, du brauchst brav, du darfst jetzt Pause machen. Gut, tätscheln können wir ihn noch nicht, wir können dich aber füttern. Hier kriegst du ein Leckerli, weil du so gut warst. Ah, wir könnten auch sagen, dass es dir besser geht, aber das hat ja was mit Arbeit zu tun. Was ist mit dem Futter? Wird er heute noch was? Ich habe vierfache Geschwindigkeit. Komm, alle ab. Guter Junge. Ganz ein Braver! Mutterbaum schon fertig? Ja, na dann können wir hier auch einen einstellen. Verdammt. Wir haben gerade keine Leute mehr übrig, aber das macht doch nichts. Zack. Er ist mein Warnposten. Wenn ich keine Leute mehr habe, dann zeigt er mir das an. Momentan fehlen mir also zwei. Das ist gut. Wenn das Gebäude voll ist, weiß ich, ah, wir können wieder Leute einsetzen. Ja, so muss ich nicht ständig hier reingucken. Ja. Ah, Roland ist Fuchs. Naja, manchmal. Ich würde gerne nach rechts abbiegen. Da ist ein Schlafplatz und wir bleiben immer noch schön im Grünen. Oh, ist das toll hier. Das Wetter ist genial. Das ist so oberhaft tittengeil. Ah, schöne Sache. Ne, wir nehmen hier keinen mehr auf. Vergiss es. Komm, dich nennen wir Bob. Du bist Bob. Bob ist krank. Bob fällt jetzt gleich tot um, wenn Bob keiner heilt. Was ist hier eigentlich los? Wir haben hier zwei Kräuterstuben zu stehen, ja? Also zwei Dorfärzte und niemand arbeitet hier. Also das kann ja aber nicht wahr sein. Sind eigentlich nur alle Straßen heil? Nein, sind sie nicht. War ja wieder klar. Die hässlichen Giftpflanzen machen immer meine ganzen Straßen kaputt. ...54% Effizienz. Na, das läuft doch hier. Du hast momentan noch da gesammelt, aber den brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Weil momentan kann der da noch stehen bleiben. Das interessiert sowieso keine Sau. Ich würde gern dein Feld etwas reduzieren. Damit der Junge sich dort bedienen kann. Der Rest kann hier stehen bleiben. Hier kann er die ganzen Samen reinpacken. Hier ist auch noch Sand. Wenn ihm eine Sand gebraucht ist, oder nicht? Wie läuft's? Laufen hier eigentlich alle?
Boosterzeug. Uns geht's gut. Sehr gut. Mit der Ruhe, der Gemütlichkeit sind wir doch jederzeit bereit. Was ist hier eigentlich mit dem Biogas? Wo kriege ich denn Biogas eigentlich her? Keine Ahnung. Stellt Flüssignahtigkeit in Ruhe. Das ist so eine Pumpe, aber dann brauchen wir die Injektionspumpe und die müssen wir irgendwo ausstellen, wo unser ganzes Layout steht und da habe ich halt nur gar keine Lust drauf. Guck, hier ist alles so schön sortiert und da soll ich den dann reinstellen? Komm. Auf gar keinen Fall. Wozu? Der Laden läuft doch auch so. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Ja, ich renne hier durchs Grüne und hier passiert gar nichts mehr. 150 Leute, mehr brauchen wir nicht. Ja, die Spannung ist weg. Wir können demnächst auf Experte anfangen. So sieht's aus. Laufen Sie mal ein bisschen schneller. Wenn ich wüsste, was da oben noch kommt. Wir haben zwar schon den Turm für mehr Sichtweite, aber so richtig bringt tut das immer nichts, finde ich. Njaum, pop. Ja, Steine können wir gebrauchen. Steine haben wir noch 74, das ist jetzt nicht gerade so sehr viel. Holz ist in Ordnung, Holz haben wir. Wenn wir alles nicht haben, Holz haben wir. Ja. Wenn wir nach rechts abbiegen, müssen wir durch den Wald, dann haben wir aber einen schönen Schlafplatz später. Das wäre schon toll. Aber vorne ist nichts los. Ach, scheiß drauf. Komm, wir tätscheln ihn nochmal. Hier, tätscheln. Brauchen noch ein Leckerli? Nicht unbedingt. Wir können ihm noch ein bisschen Gift. Nee, können wir gar nicht. Mein Freund, wie wär's, wenn du jetzt rechts abbiegst? Findest du in Ordnung? Gut, bist du dabei. Wunderbar. Guter Mann. So liebe ich das ja. Alter, wie viel Getreide wir hier haben, Junge. Das ganze Ding ist voll. Ja, zum ersten Mal sind hier bei mir alle Farmen voll. Okay, die sind jetzt nicht, ne? Wahrscheinlich, weil die Wege noch kürzer sind, aber keine Ahnung. Alle anderen hier voll im Flow. Also unsere Nahrungsreserven, die wachsen gerade den Himmel empor. Ja, bis auf Mais können wir hier alles ganz wunderbar anpflanzen. Ich überlege gerade, ob wir noch ein paar Rüben brauchen, aber... Ach ja, Rüben sind ja zwei Leute drin. Ja, da sollten wir vielleicht mal einen reduzieren. Zurzeit. Dafür einen mehr bei den Tomaten reintun. Tomato. Tomato. Potato. Oh, das ist jetzt... Überleben wir das? Ja. Keiner hustet, aber die hässlichen Pflanzen machen immer meinen ganzen Weg kaputt. Ganz liebevoll hier die Steinplatten überall verteilt und jedes Mal machen die meinen Weg kaputt. Das ist furchtbar. Sind wir durch? Ja. Wunderbar. Was ist hier noch? Ha! Leck mich, du kriegst mich noch nie. Wir sind gleich da. Wir schaffen es zum Schlafplatz. Oh, nur noch grüne Fläche vor mir. Haha, mit dem Schlafplatz ist das geil. Spiel ist für Muschis. Ja, das kriegt ja jeder Trottel hin. Okay, ich habe jetzt mittlerweile auch so viel aufgebaut, dass mir nichts mehr ausmacht. Ne? Ihr könnt stundenlang Wüste kommen. Bei einem Wasservorrat von knapp 3700. Ah, es reicht schon eine Weile. Das ist schon sexy. Sieht man hier eigentlich, welchen Schwierigkeitsgrad ich habe? Das sieht man ja nicht, das ist ja dumm. Ich meine, ich weiß, dass ich Veteran spiele, also die mittlere Stufe. Wir könnten noch die guten Häuser hier noch mehr bauen, aber wer will das schon? Ja. Na?
Wollte schon sagen. Den wieder rüber geschickt, dann ist die Welt jetzt in Ordnung. Alle Straßen sind noch heil. Was ist jetzt los? Frische Luft, mach ein Schläfchen. Guter Junge. Sitz. Genau, gute Nacht. Wunderbar, hier kannst du ein ganz langes Schläfchen machen bis in die Ewigkeit. Wow, also seit ich das Biodom hier betreten habe, normal, hohe Feuchtigkeit, also besser geht's ja gar nicht. Okay, gelegentlich hat man ein bisschen Gift, ja, ist aber, wenn man immer auf die Schlafplätze kommt, ist so ein bisschen wie bei Monopoly, wenn man da auf die guten Plätze kommt, ist die Welt eigentlich immer in Ordnung. Ja, geht noch transportiert oder ist hier alles voll? Dass hier nichts mehr passiert. Ja, hier ist überall, wir können nicht mehr Getreide speichern. Das Getreide ist voll. Das Getreide ist voll, das gibt doch ja nicht. Unglaublich. Ja, dann pflanzen wir jetzt Rüben an. So, what? Selbst der ist schon voll. Haben die schon Tomaten vom Arsch der Welt hierher rübergetragen? Ich würde sagen, verhungern können wir nicht. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. Hier sind drei Leute drin. Ich könnte theoretisch den auch nochmal erhöhen. Und ja, Getreide geht nicht mehr. Da haben wir schon zwei Mühlen, die hier. Also da wird gearbeitet. Immer stets für die Jungs. Ja, also da geht nicht mehr. Ach ja, meinen Supersteine mache, aber damit ist mein Dings nicht beschäftigt. Pilze, die kriegen Kompost. Finger weg. Soll ich hier nicht den Kompost fressen? Ja, scheiße, teuer. So, du machst hier die Setzlinge und hier stehen noch ein paar Dinge, die können wir mit abreißen, die brauchen wir nicht. Wollen wir noch eine Stachel rausreißen? Ich weiß nicht, dann sind wir so sauer auf mich. Ich weiß gar nicht warum. Bob. Da müssten wir eigentlich nicht mehr hin. Forschung, als wenn wir noch irgendwas machen müssten. Ja. Das Game ist so easy. Okay, könnte daran liegen, dass ich hier schon alles gut konstruiert habe. Hat auch eine Weile gedauert, aber wenn du das erstmal zu stehen hast, dann kann nicht die Umwelt mal. Na komm, mach mal dein Schläfchen zu Ende. Alter, 1000 Nahrung hier zu liegen. Rüben sind okay, wir bräuchten jemanden, der mehr Tomaten verbrät. Getreide wird jetzt gerade... fehlt eine Straße, das können wir aber nicht auf uns sitzen lassen. Da ist ja sogar eine Steinstraße, ja, die könnten wir hier bauen. Na los, komm. Wir haben's ja, Dicker. Jetzt haben wir ja nicht alles da hätten. Ne, mit viel Liebe, lasst euch Zeit, das ist nicht die Hauptstraße. Die Hauptstraße läuft von hier nach da hinten. Die muss frei sein. Ja, und alles, was so im Zwischenbereich steht. Der Rest ist egal. Interessiert keine Sau. Na, wie sieht's aus? Da könnten wir die Wüste abbiegen. Aber wer will das schon, wenn er hier drüben schon wieder den nächsten Schlafplatz sieht? Schon ein bisschen langweilig, ne? Wenn es gut läuft, ist immer scheiße. Deswegen gucken die Leute mal bei den anderen zu. Weil die das nicht gebacken bekommen. ansonsten take it easy. Take it easy, altes Haus. Wir nehmen keine Leute auf. Ja. Ich mag halt keine Asylbewerber. Oh, kann ich ja nicht sagen. Verdammt, ich hab... Ja, bin Rassist. Jetzt ist es raus. Ich habe die Leute abgewiesen. Ja, das ist. Ja? Wer hier in diesem Spiel Leute abweist, ist Rassist. Ganz einfach. Hat was gegen Ausländer, ne? Ja, ich hätte hier aufnehmen können. Mache ich nicht. Weil ich meine, ich habe nicht genug Platz. Tja. So ist das. Tja. Scheiße, wenn ein Wort wie Asylbewerber so vorbelastet ist. Kann man nichts machen. Ab ins Bergwerk. Ja, Kraul ihm den Rücken.
Wir haben hier noch ein bisschen Platz, aber ich weiß nicht, was ich da bauen soll. Ich habe hier extra schon ein bisschen Wasserspeicher noch im Vorrat gebaut. Aber keine Ahnung, was ich noch machen will. Na, hast du noch Hunger? Wie sieht's aus? Ja, bei 34% können wir mal eine einwerfen. Nom 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 nom. Alter, wie viel Getreide wir haben! Wow! Wir haben so viel Getreide, Junge! Das ist der Hammer! Hier, für Rüben ist Platz. Rüben, Junge. Rüben, immer gib ihm. Rüben ist geil. Gegillte Tomaten könnten wir auch mehr machen. Brot geht ja nicht mehr. Wie viel haben wir jetzt? 1000 Tomaten. Wir könnten, nee, da will ich nicht. Wir ziehen den ab und hauen hier noch einen rein. Sonst. Hier sind ja zwei Leute drin. Brauchen wir die noch? Wie viele Steinplatten haben wir denn? 400. Ja, da hätte ich schon ganz gerne noch zwei. Hier brauchen wir keinen drin. Hier sieht's gut aus. Hier brauchen wir nur einen. Hier brauchen wir auch nur einen. Ihn wollte ich ja eigentlich als arbeitslos erklären, aber. Da bin ich mir noch nicht sicher. Hier wird auch ein großer Mutterbaum wieder gepflanzt. Den bräuchten wir eigentlich da hinten. Na komm. Wir reißen den ab und reißen den auch ab. So. Brauchen wir nicht mehr. So ein Unsinn hier. Hier ist meine kleine Bärenfarm. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber. Naja, komm. Eine lassen wir stehen für die Deko. Ja, falls noch irgendwas ist. Na, wie läuft's? Wie wär's, wenn wir unten abbiegen, hä? Ja! Du bist ein guter. Krasser Typ, Alter. Voll krass. Hunger, bisschen Gift hat er noch drauf. Na komm. Tut der Papa ihm noch ein bisschen was Gift machen und dann ist doch hier alles picobello. Ist das jetzt mit dem Getreide? Kriegen wir da noch mehr? Wie kommen wir eigentlich auf 25? Kann das sein, dass der 25 speichert? Nee, der speichert 30. Wie kommen wir auf 25? Die haben doch alle ein Lager von 50. Bei den anderen kann er ja nichts speichern. Ja, diese kleinen Lager, die sind ja. Wollen wir hier noch Countspeicher aufstellen? Ich weiß nicht. Ja, wenn wir hier noch einen zu stehen hätten, wäre gar nicht so blöd. Stellen wir da jetzt noch einen hin? Ja, komm, was soll's. Dann noch ein Wasserspeicher daneben. Will ich aber auch nichts mehr hören, ne? So, der Wasserspeicher hat höchste Priorität, danach der Silo sofort. Ein bisschen zu viel. So. Die Straße ist egal, die wird schon irgendwann fertig. Dibbel, dabbel, dubbel, dai. Du gehst unten lang, ne? Hab ich gesagt, ja? Ich wollte es nur nochmal. Nicht, dass du jetzt hier und dann stehe ich nachher da. Ja? Du darfst doch nochmal ein bisschen Tempo machen. Lauf, mein Guter, du darfst noch müde werden. Ja? Sonst wird er nicht müde und ich wollte dann noch ein bisschen schlaffi-schlaffi machen. Ich komme ja auch aus dem grünen Wald nicht mehr raus. Rein theoretisch würde ich gerne mal ausprobieren, ob man hier im Kreis rennen kann. Weil von der Theorie her, wenn ich ständig rechts abbiege, muss ich ja irgendwann, ja, im Kreis laufen. Guter Junge. Wird jetzt mal hier ordentlich Essen hergestellt. Tomaten nehmen nicht wirklich ab. Na gut, dann stellen wir hier auf Tomaten um. Mach hier Tomaten. Ist ja eh nichts zu tun. Hier Rüben. Da Rüben. Da sind zwei Mann immer noch an den Rüben. Ja, das lassen wir noch so. Der macht jetzt Tomaten. Dann haben wir vier Leute auf Tomaten. Warte, dann nehmen wir hier. So. Ach, verdammt. Die Taktik hat immer seine Tücken, aber
Ist praktisch. Das ist jetzt ungünstig. Nee, jetzt ernsthaft. Ist echt ungünstig. Lauf! Eile er sich! Miep, miep! Mach miep, miep! Hier, du kriegst auch noch eine Spritze. Hier. Weniger Ausdauerverlust. Guter Junge. Miep, miep. Was ist dann, ihr Loser? Schön an der Wolke vorbei. So. Da. Oh, der nächste Schlafplatz. Ja. Jetzt sind wir leider etwas müde. Schon, aber sobald wir durch sind, machen wir Pause. Komm schon, jetzt warten wir, bis es. Kommt schon sehr hoch, wenn wir uns hier hinlegen. Das wäre schlecht. Niedrig? Gut, wir können jetzt Pause machen. Mal schnell eine Minute warten, dann können wir gleich noch den lustigen Kollegen etwas streicheln. Komm. Tachi Bachi. Butch. So, dich haben wir jetzt getätschelt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das vom Timing gut hinkommt. Komm, hier kriegst du jetzt erstmal noch ein bisschen Futter. Wir haben ja Zeit. Wir könnten uns noch Verstopfung und Abführmittel irgendwie zubereiten, aber da bin ich erstens zu faul für und zweitens auf das eine Erdbeben. Da kann ich mal. Also ich glaube, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad könnte das ein Problem werden. Da habe ich nicht ernsthaft Lust dazu. Ah, dieses Puzzeln, es ist furchtbar. Ständig suchen, wo jetzt ein Stück Straße fehlt. Jetzt alles hier noch. Also vom Prinzip her sind wir jetzt erstmal gut dran. Tschüss. Ja, rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Ja, komm. Solange wir weiterkommen und das funktioniert. Ja, weiter auf dem grünen Gebiet. Ja, ich habe mich vor keine Ahnung, 2 Stunden hier in diesem Spiel mal gefragt. Also vor 2 Spielstunden. Wann es ja endlich mal wieder ein bisschen Ruhepause gibt, weil vorher da bin ich immer durch Wüsten durchgelatscht und hast du nicht gesehen und da war immer mal so ein Und jetzt zum ersten Mal geht es hier wirklich Bambi-mäßig bergauf. Zum ersten Mal könnte ich darüber nachdenken, nochmal ein paar Leute aufzunehmen. Allerdings das Problem ist, wenn ich jetzt hier noch Leute aufnehme, ich müsste noch Häuser dafür bauen. Ich meine, die Idee an sich wäre cool. Noch ein paar Mädels und ein paar Jungs hier zu haben, die noch ein bisschen mitarbeiten. Die Frage ist, wie stelle ich die und vor allen Dingen, wo stelle ich die auf? Also hier würden jetzt noch Häuser passen. Warte mal. Den gerade lassen, dann weiß ich aber nicht, was ich da hinstellen soll. Aber dann wäre die Straße wenigstens gerade. Und ich liebe, wenn es gerade ist. Es ist schon sexy, wenn es gerade ist. Tört mich das an? Ja, da kann ich nicht. Kann ich nicht widerstehen. Das ist so am geilsten. So, dann können wir jetzt hier 1, 2, na gut, keine 3, aber theoretisch Häuser einbauen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? 1, 2. So, könnte ich da ein Haus hinstellen. Und da ein Haus hinstellen. Und dann könnten wir dazwischen noch einen unserer Luftbrunnen aufbauen, damit wir noch ein bisschen mehr Wasser bekommen. Die Idee an sich ist doch super. Warum holt eigentlich dieser Stein da keiner ab? Erst den Wasserbrunnen. Hast du schon den Club erreicht? Du bist aber noch nicht da. Drei Leute traten. Und hier nehmen wir auch nochmal Leute auf. Dann ist aber auch gut.
Du hast dich genau hier vorne hingelegt. Kann das jetzt sein, dass du jetzt wirklich hier vorne irgendwo liegst? Komm, lauf doch noch 2 Meter weiter. Du kannst dich doch nicht vor dem Schlafplatz hinlegen. Wer bist du denn? Das ist der größte Trottel aller Zeiten. Da passt man eine Minute mal nicht auf und hofft, ja, das wird schon irgendwie klappen. Na, komm. Guter Junge. So. Hinlegen, pennen. Jetzt darfst du. 2 Meter. Wow. So. 158, haben wir dafür noch genug Platz? Anzahl der Betten 160, na das ist doch Bombe. So, dann kann auch hier einer mitmachen und hier einer mitmachen und scheiß drauf, hier darf auch noch einer rein. Ja, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Wir haben noch 3 Arbeitslose, da weiß ich aber nicht, wo ich die hinstelle. Hier sind wir 60%, da können wir noch einen mehr hinstellen. Ja, das ist doch schon schön. Solange ich hier auf dem Grün lang laufe, bin ich unbesiegbar. Ist das geil hier. Wie viele Kilometer haben wir dann schon? 2500 Kilometer, easy going. Wie das hier aussieht bei mir. Das ist die Stadt. Felder, 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 Felder. Scheiße abbauen, hier vorne Türmchen, da hinten Feld für Futter für ihn und dann noch ein bisschen den Lauf. Ansonsten alles voll. Wir könnten noch mehr Leute in den Kompost schicken, aber... Ja, komm. Können wir da 3 Leute beschäftigen. Das Ding würde ich gerne noch hier irgendwo aufbauen, aber der Platz ist nicht da. Ich meine, ich könnte den Platz hier nehmen. Hier könnte man den Platz auch noch irgendwie umnutzen. Da könnte man noch ein Haus hinstellen, wenn man das ein bisschen cool angeht. Aber der Stachel ist da so schön eingebaut, den will ich da eigentlich nicht weg haben. Der sieht schon cool aus. So, und hier steht der Silo und wir haben so viel Getreide, dass uns schlecht ist. Noch mehr Rüben gefällig? Ich weiß nicht. Wie sieht es mit den Arbeitern aus? Wir haben jetzt 0 in Reserve. Das ist aber, das haben wir auch nicht oft. Na dann. Guten Abend, guten Abend. Wir könnten so einen lustigen Essensstand, den habe ich noch nie gebaut. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Den könnte man hier vorne aufbauen, aber sonst nehmen die sich was aus dem Lager, also... So, what? Wir können das Ding jetzt hier aufbauen oder es auch lassen. Ja, ach komm, wir bauen jetzt einen. Da muss ich den vorher abreißen, ernsthaft? Na gut. Da will ich aber auch jetzt nichts hören von wegen hier Rumgeweine. Ne? Der Junge kriegt jetzt nochmal ein bisschen Tatschelchen und dann soll er sich nicht beschweren, nur weil ich ihm einen seiner Stacheln rausgerissen habe. Ja, es ist wirklich nur der eine und dann ist aber auch gut. Also sei mir nicht böse. Ja, nur für diesen einen Essensstand. Die Stacheln, die sind ganz schön schwer rauszukriegen. Gut. Hat ein bisschen rumgeweint. Komm, machen wir hier so einen lustigen Essensstand. Jetzt ist aber auch gut. Wie läuft's? Gut, jetzt könnten wir hier theoretisch noch alles voll machen. Keine Ahnung, ob wir das Holz brauchen, aber... Wenn haben wir es da? Steine. Mine. Hier pflanzen sich einfach irgendwelche Büsche fort. Das ist doch furchtbar. Könnte mal einer diese Büsche abreißen. Wer braucht denn hier Beeren? Niemand. Niemand. Niemand braucht hier. Alles voll. Ist das krass. Ich gehe nie wieder weg. Okay, ich gehe doch weg.
Laufe, warte, 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 du kriegst eine Induktion. Warte, 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 hier. Hier, gib ihm Energieboost. Und, laufe geschwind. Gupa und Mu, Gupa und Mu, laufen! Immer lustig, wir laufen geradeaus weiter, das kannst du aber wissen. Das ist cool. Nur auf dem, wir laufen ja nur auf der grünen Party. Der Gute gibt Gas. Oh verdammt, die grüne Serie endet. Oh, das ist aber schade. Mein Boost ist gleich vorbei. Dann machen wir langsamer, entspannig. Uns geht's hier so geil, das ist ja phänomenal. Bäckerei und Co. Immer fehlt irgendwo eine Straße. Ich stelle hier irgendwann noch jemanden ein, der einfach nur die Straßen baut. Guck, selbst hier. Das geht nicht so. Was jetzt? Wir gucken. Jo, 30 Eisenerz. Krasse Scheiße. Brauche ich zwar nicht, aber hey. Wie die Übergewinnsteuer, das nehmen wir mit. Kein Problem. Eieiei. Wir sind ja etwas giftig unterwegs. Und das macht nichts. Komm, kriegst du ein bisschen Futter, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Guter Junge. Verdammt. Da oben gibt's Sonne. Hier rechts haben wir einen Schlafplatz. Wenn wir also rechts um die Ecke biegen, wäre die Welt in Ordnung. Nach Süden? Was sagst du? Jo, die Welt ist in Ordnung. Gut. Das finde ich ja schon mal sexy. Das ist hier die böse glühende Sandbühne und Bühne, sag ich schon. Düne. Wenn wir da drüber gehen, ist nicht so sexy. Die haben wir hier auch. Aber hier haben wir den Schlafplatz. Ja, gut. Was sagt denn unser Wassergehalt? Was haben wir denn? Fast 4000 Wasser in Reserve. Das ist doch... Da ist so, das läuft. Ja, das ist schon schön, doch? Schiss am Weg. Auch hier sollen noch Bäume gepflanzt werden. Zumindest ein paar. Warum kommt keiner und bringt die Dinger? Die Dinger weg, haben die keine Priorität? Gut, warte. Dann machen wir jetzt erstmal alle. So, bam. Lass mal hier wieder die ganzen Steine absammeln. So, und wenn wir jetzt die Priorität hochstellen. Kommt jetzt jemand und macht das? Ich habe 5 Leute als Alleskönner. Ich weiß, dass sie gerne was Sachen von A nach B tragen. Und da oben fehlt schon wieder eine Straße. Da steht auch das genau auf dem leeren Platz steht er. Das ist ja furchtbar. Und gleich kommen wir durch den Pilzwald und dann kommt schon wieder der ganze Scheiß. Den können wir können auch nicht eine Abkürzung nehmen. Die Nummer läuft nicht. Ne? Also Scheiße kommt immer. Ja. Hallo Anti. Willkommen, schön, dass einer mal was sagt, was fragt. Mal dabei ist. Ich war schon auf Twitch, aber bei mir guckt keiner zu, weil es bei mir gut läuft, deswegen. Ich stelle mich halt nicht dämlich an. Wenn du dich mal amüsieren willst, geh auf Twitch. Stell da einen von den Leuten an, die das gerade spielen. Und dann guckst du dir meine Karte an. Und dann guckst du dir mal deren an. Die spielen zwar teilweise auch auf Experte, aber trotzdem siehst du hier niemanden, der nur annähernd an dieses System rankommt. Das klingt wieder arrogant, ich weiß. Aber ich hätte schon ganz gerne, dass mal ein paar Leute hier das wenigstens ein bisschen mit System aufbauen. Das hat nichts damit zu tun, dass die anderen das nicht können, sondern dass wahrscheinlich meine Vorstellung vom Bauen und von Struktur und Wirtschaft einfach anders ist. Ja, aber es klingt halt dämlich. Und gleich ist die schöne Zeit vorbei.
So. Sobald wir uns in diesen giftigen Teil reinbewegen. Bewegung! Laufen! Ressourcen. Sanddüne. Noch haben wir genug Wasser. Nein, keine fünf Menschen. Ich brauche doch keinen mehr. Können jetzt nicht einfach irgendwelche Leute sterben. Jetzt habe ich 164. Gut gemacht. Guter Junge, gleich sind wir wieder draußen. So. Heiß, Dürre. Kein Wasser mehr. Ach ja, wir müssen ja gleich wieder laufen. Lauf. Hier bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe dir noch eine Injektion, damit du auch noch drüben ankommst. Gib ihm die Injektion. Ja, die Injektion kommt. Jetzt wein mal nicht rum. Nein, noch nicht gehen. Nein, hier kein Schläfchen machen. Weiter! Das ist jetzt echt ungünstig. Na, dann können wir schon mal die Wirtschaft umstellen. Gut, es ist jetzt glühend. Ich lasse mal die Rüben trotzdem stehen, obwohl das jetzt Quark ist. So, und stellen jetzt alles auf Mais um. Mais. Ja, die Tomaten können wir halt nicht stehen lassen. Hier kommen die Kakteen hin. Getreide würde ich gerne lassen. Wenn ich dem noch ein paar Felder dazu gebe, ist er nicht. So, dann kann er mehr anpflanzen und so ein bisschen mehr Platz. Du Kakteen. Würde der Junge noch mal ganz kurz aufstehen? Jetzt hat er die Injektion bekommen, die uns ja gerade nicht viel bringt. Er ignoriert meinen Befehl. Vergiss es. Jetzt wird geschlafen, 2 Meter vor dem Schlafplatz. Das ist ihm scheißegal. Ja. Schon läuft es nicht mehr ganz so lustig. Komm schon. Das ist 70. Ja, komm. Jetzt nur 2 Meter weiter. Noch eine Injektion, komm. Damit er da heute nochmal ankommt. So, laufen. Laufen, 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 laufen. Er geht. Jetzt darfst du schlafen. Perfekt. So, hinlegen, Päuschen. Gut, wir haben Heißdürre. Das heißt, hier wächst nichts mehr. Was Tomaten angeht, ist jetzt nicht so clever. Beeren, was ist mit dem Mais? Kommt der Mais schon? Mais sieht noch nicht so aus, als wenn der gleich da ist. Fang schon mal an. Den stellen wir schon mal um. Du machst hier einen auf dicke Tomaten. Rüben haben wir noch. Getreide sieht auch super aus. 3x Mais, 3x Rüben. Na, es läuft doch. Hier liegen noch die Tomaten auf dem Acker, weil wir gerade nichts zu tun haben. Ach so, der Andi, der schreibt halt nicht viel. Ja. Ja, ich muss mich hier mal nebenbei ein bisschen raustappen. Ich habe jetzt nicht extra hier das alles eingestellt. Deswegen. Ich gehe mal davon aus, dass hier eh nicht viele zugucken. Und ich mache jetzt hier gerade einen nur aus Just for Fun. Falls mal jemand vorbeikommt und doch irgendwie eine Frage hat. Ja, das Spiel ist halt jetzt gleich draußen. In einer Stunde oder so kommt das raus. Und ich darf es ja halt vorab schon spielen. Deswegen, ich hoffe, dass dann immer gelegentlich mal einer sich das Video hier anguckt.
Das ist immer der Vorteil, wenn man alles aufgenommen hat. Dann kommt noch mal einer rein und fragt dann, wieso hast du das so gebaut oder warum ist das so dämlich? Nur damit Leute schon mal eine Vorstellung davon haben, wie das meiner Meinung nach schon mal sehr gut funktioniert, ja? Man muss halt eine gute Struktur haben, sonst wird das hier nichts. Jetzt habe ich hier nochmal extra Leute und ich habe 4 Leute zu viel. Freunde der Sonne. Ich habe hier einfach... Ich könnte jetzt hier noch ein Haus bauen, aber... Will ja nicht. Kann ich hier irgendwie 4 Leute rausschmeißen? Die 4 Leute haben keine Wohnung. Pech gehabt. 160 ist Maximum. Ende Gelände. Mm-mm, mehr gibt's nicht. Mehr Nahrungskapazität haben wir nicht. Also es wird schon reichen, aber das ist... ich habe halt keine Lust. Was haben wir denn hier? Den Schrein. Ja, den können wir machen. Brauchen wir aber nicht. Hier Sand. Elbe Sand. Sand ist bald aus. Gut. Tomatenpflanzen. Schön Schläfchen machen. Genau. Du bist ja ein guter. Bist ja ein ganzer Braver. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir aus der Wüste wieder rauskommen. Also noch ist das alles kein Problem. Das Ding wird ein Problem sein, weil wir da eine Hitzewelle kriegen. Hitzewelle ist scheiße. Ja, deswegen war der grüne Wald, der war jetzt, den hatten wir jetzt hier, keine Ahnung, gefühlte 3 Jahre. Das war schon Hammer. Ich weiß nicht, welchen Tag haben wir jetzt? Tag 333, also bei mir läuft's Bombe. Gleich müssen wir wieder das Tempo erhöhen. Wollen wir jetzt schon wieder eine Injektion geben? Klar, warum nicht? Gib ihm. Danach tue ich ein bisschen was für sein Life, damit er nicht mehr ganz so schlecht aussieht. Und jetzt geben wir ihm noch was zu essen. Ganz ein Braver, genau. So, jetzt, mein Guter, müssen wir aber auch laufen. So, gib Tempo. Hier durch diesen Sand ein bisschen schneller durchkommen. Nicht, dass sich das Ding hier gleich nochmal resettet. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Also, immer gib ihm Kante. So, plündern wir mal die Oasen. Wir haben zwar noch 2000 Wasser, aber... Naja. So. Wenn wir nach rechts gehen, haben wir gleich noch einen Schlafplatz. Das wäre gar nicht so schlecht. Dann könnten wir ihn noch durchsprinten lassen bis zur Nacht. Nee, ganz sicherlich nehmen wir hier keinen mehr auf. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt kein Haus will, ne? Kein Haus mehr bauen. Willst du mir dann drohen oder was, hä? Weil wir jetzt hier nur vor 160 Leute Häuser haben. Ist nicht mein Problem, ist mir egal. Ja, weil die 4 Leute, die wir untätig jetzt haben, die brauche ich nicht. Wir haben alles da. So, in den Süden. Vertraut deinem Befehl nicht, du bist so ein Drecksack. Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Wie wäre es mit Streicheln? Es ist immer glühend, jetzt ist es heiß. Gut. Leg dich schlafen. Ich will in den Süden. Bitte. Schönen Expeditionen Sand, 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 Sand holen. Die Welt ist in Ordnung. Dibble, dabble, dubble, die, da sind wir doch mit dabei. Ja, 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 ja. Das ändern sollen, aber gut.
ja auch mal ändern. So, kann ich jetzt nochmal? Richtung Süden. Vertrau deinem Befehl nicht. Du bist so ein Drecksack. Ohne Scheiß jetzt. Jetzt kann ich dich nicht mehr aufhalten. Ganz toll. Es wäre jetzt so gut gelaufen mit dem Schlafplatz. Und 50-50 Chance. Ja, daneben. War ja klar. Dankeschön für nichts. Ich gebe dir wieder eine Injektion. Einfach nur, weil es Spaß macht. Wer davon so viel haben? So, lauf los. Damit wir hier durch die sengende Hitze noch durchkommen. Gleich wird es nämlich kalt. Und zwar arschmäßig kalt. Erstmal wird es nochmal glühende Hitzewelle geben. Ja, er hat eine hohe Herzfrequenz. Es tut mir auch leid. Hier, das ist ein bisschen Heilmittel. Jetzt heul mal nicht rum. Zack, zack. So, hier ist ja eigentlich nochmal das Wetter gut. Aber hier können wir uns nicht schlafen legen, so ein Mist. Machst du trotzdem? Es wäre cool gewesen, wenn er hier jetzt noch eine Pause gemacht hätte, aber macht er nicht. So, gleich wird's kalt. Drüben sind bei Wachstum 0. Das wird sich gleich schlagartig ändern. Komm, lass es kalt werden. Ach ja, solange Dings noch aktiv ist, ist es halt kalt. Ja, jetzt wird's kalt. Aber wir hätten die doch noch sprinten lassen sollen. Sprinte, du kriegst noch eine Injektion. Laufe, Junge. Heul mal nicht rum. Hättest du einfach mal laufen können, aber nein, ist ja nicht. Aber ich dachte, ich habe hier das Kommando. So, halt, müssen wir jetzt mal wieder alles ändern. So, wir haben kalt. Das wäre ganz gut, wenn wir jetzt, was haben wir momentan? Relativ wenig. Rüben. Hier, Mais geht ja nicht mehr. Ja, momentan bei dem beschissenen Wetter können wir Rüben anpflanzen. Ja, Weizen würde auch gehen, aber hier Rüben. Hier unten. Weizen. Falls einmal mal einer nichts zu tun hat, kann er hier noch die Steine abwerfen. Mal schön weiterlaufen, die Welt ist in Ordnung. Ja, die rosigen Sonnenblumenzeiten sind alle vorbei. Ich kann ja gleich noch ein Video machen, wie man hier auf Experte startet. Ich mir eine halbe Stunde noch mal ein bisschen Anfangsstress geben. Ich würde ganz gerne durch die Wüste gehen. Ich würde ganz gerne rechts abbiegen. Was sagst du? Natürlich nicht. Leck mich doch. Rüben und 20 Eisenerz weniger. Naja, gut. Ja. Jetzt wird es nochmal arschkalt. Streicheln dich nochmal.
Wollen wir ihn nochmal füttern? Nee, brauchen wir nicht. Wie wär's? Streicheln? Ja, lauf los, mein Großer. Lauf los. Du kannst jetzt gleich noch ein Schläfchen machen, aber wir haben dann mittlere Dings. Das ist nicht so schön. Frosty, der Schneemann, dem ist hier ziemlich kalt. Ich brauche jetzt Gewissheit, dass wir diesen Baum nicht brauchen. Tschüss. Wie läuft denn das oben? Können wir da noch einen zweiten Mutterbaum? Natürlich steht der wieder außerhalb. Da ist so viel Platz noch. Und die Ecke wählst du dir aus, da wo das ist, ist wieder weil. Das ist der Wahnsinn. Wie läuft's hier? Da sind wir schon an die 80% dran. Das ist lieb. Bei dir läuft ja nichts. Können wir dich auch abziehen? Verschämtheit. Giftlevel Mittel, damit können wir, glaube ich, leben. Steine. Steine. Ja, was ist da vorne? Unwetter. Hier geht's in die Wüste. Wasservorrat fast wieder bei 3000. Das heißt, wir können wunderbar jetzt um die Ecke biegen und dann sieht es doch erstmal ganz gut aus. Er vertraut meinem Gefühl nicht. Was denn? Ich tätschel dir den Rücken, ich fütter dich, du bist trotzdem nicht zufrieden. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, das ist nicht in Ordnung von dir. Hier liegt noch so viel Getreide auf dem Acker, kann das mal einer abholen? Wir haben hier 25 Transporteure auf dem Platz. Die sollten doch eigentlich in der Lage sein, hier ein bisschen was zu transportieren, aber anscheinend ja nicht. Acker, wir haben von allem, haben wir genug, von allem. Aber solange die Temperaturen hier noch eisig sind, läuft hier nicht viel. Stunden Frigimon hier unterwegs. Na komm, lauf los. Ich will hier weg. Dann können wir dich noch ein bisschen heilen und nochmal füttern. Und vielleicht ist der Herr dann heute auch nochmal bereit dazu, in die Richtung zu latschen, die ich gern hätte. Hm? Bitte rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Oder einfach leck mich. Leck mich finde ich nicht so toll. Es ist jetzt nicht schlimm, aber es wäre schon schön gewesen, wenn er nach rechts abgebogen wäre. Wir haben noch die Chance. Na, 50-50 Chance. Der hat 100 pro geradeaus weiter. Sturer Bock. Ja, war ja klar. Leck mich. Ja, schub nur, weil ich einen Stachel rausgerissen habe. So eine Unverschämtheit. Jetzt ganz schön in die Wüste abgebogen. Ich meine, kalt ist jetzt nicht wild. Ja, wir haben hier Rüben, Weizen, das läuft ja alles ganz prima. Ja. Alles in Ordnung. Die Kräuter sind jetzt nicht so sexy. Und ansonsten ist alles in Ordnung. Tomaten rum. Nein, wir nehmen hier keine Leute mehr auf. Keine Asylbewerber mehr gestattet. Tut mir leid, aber wir haben einfach keinen Platz. Ja, und ob ich nur Häuser baue oder nicht? Und tätige Arbeiter zeigen. Ja, das ist ja ganz toll. Aber es ist mir egal. Wie wäre es, wenn wir dir noch eine Injektion verpassen und noch mal einen kleinen Sprint hinlegen. Hm? Was sagst du? Ich tätschel dir auch noch mal den Rücken. So.
Injektion und jetzt gib ihm. Ja. 7 Stunden, gib ihm Power durch. Wir müssen hier mal langsam mal wegkommen, das ist ja furchtbar. Hier gibt Steine. Hier Mine. Da nächste Kreuzung. Dürfen wir dann mal irgendwo ins Grüne abbiegen oder wie ist? Ja, ist gut. Natürlich wieder arschkalt hier. Mist, ey. Wenn du jetzt nicht nach Norden gehst, dann hören wir auf, ich sag's dir. Dann habe ich ja keine Lust mehr. Ich gebe mir ja echt so viel Mühe. Geben wir ihm noch einen Energieboost. Sprinten! Nicht schlafen! Na gut, jetzt ist auch egal. Ja, dann leg dich halt hin. Gute Nacht. Und wie viel wollen wir wetten? Dass der jetzt nicht gerade ausrennt. Akzeptiert bei mir viel. Ich höre trotzdem auf. So, leck mich. So. Machen wir Feierabend. Schöne Sache gewesen. Wenn es läuft, dann läuft's.